Flammenende. Da gehe ich mal kurz gucken. Jo. Bring ein Kästchen mit mysteriösen Geheimnissen mit. Also, du musst dir angewöhnen, die Fresse zu halten. Ja. Aber wir müssen dir irgendwie so ein Gerät bauen, was dir zum Spielbeginn die Klappe zunäht oder irgendwie sowas. Einfach, damit ich in der Lage bin, gute Sachen auszusprechen, weil die dann nie passieren werden. Ja, genau. Jedes Mal, oder einfach nur so ein Gedankenkontrollgerät, was er redet, was du sagen willst und dir einfach voll in die Fresse haut. Oder und du meinst, das würde mich aufhalten. Oder dir einfach instant in die Eier tritt. Das könnte mich aufhalten. Es wird dich aufhalten, glaub mir. Oh ne, vorhin sag's mal halt. Langweilig. Die Schnitter sind übrigens weg. Hinfort, nie mal da gesehen. Oh, hey Kumpel, komm mal her. Komm hier hin. Du hässlicher, was bist du für einer? Ein Eschenguardian. Ach, noch ein Kistenmensch. Naja, noch schon wieder so einer. Ach so, ich schlag dich und du schlägst mich im gleichen Moment. Okay, ich sehr geil. Schlag dich, du schlägst mich. Wir alle, pack den Taco weg, du Assi. Mäh. Wollte ich aber gerade sagen, du frisst aber ganz schön, du kleiner Bobsack. Oh, David's first. Nein, Spiel. Von einziehen? Nein, Spiel was? David's first liegt jetzt hinter uns. Ja. Wir sind darüber hinausgewachsen. Jetzt hinten auch direkt einziehen. Aber du weißt doch ganz genau, dass wir auch noch... Oh nein! Land im Schiff! Land im Schiff! Was? War die falsche Vorgehensweise. Rückblickend betrachtet hätten wir die Harpune in den Boden hinter uns jagen müssen, damit eine Harpunenwende am Boden machen. Merken wir uns das nächste Mal. Okay. Wenn Entschleunigen nicht klappt, dann wird umgeleitet. Schießt uns an den Pier ran. Okay. Ach, mehr Jungfrau, Mann, ist das dein Ernst? Ladebildschirm, Ladebildschirm, macht was immer ein Ladebildschirm macht. Kommt er von einem Ladebildschirm? Ah, da bin ich fertig, geil, GG. Das ist für Seelenorden. Nein! Oh, hier, bitte. Die Kiste haben wir, danke. Da willst du so eine Kiste greifen. Flupp, hast das Ding in der Hand. Das sind alles goldsame Sachen, habe ich geprüft. Und alle voll. Ja, dann bring es schon mal weg. Kannst auch die Transportkiste direkt mitverkaufen bei den Goldsammlern. Ja, okay. Hey, Goldhorder. Hä? Wurf Gegenstände? Mehr? Spiel? Verarschst du mich gerade? Wieso hast du dein Inventar durchgehend offen? Ja. Übrigens, Botschaftsmission hergeben. Kraken's Fall. Nein, das ist nicht Pickle and Palms. Irgendwas ähnliches. Das ist Sharktooth Key und Shipwreck Bay. Boah, Spiel, ist das dein Ernst? Was hat's getrieben? Ah, ich hab diese scheiß Inventarkacke. Dein Inventar ist jetzt überall. Nein, ich hab nur vom Inventar halt ständig dieses Wurfgegenstände und mehr. Und sonst nichts mehr. Das ist dauerhaft, obwohl ich Inventar nicht mal drücke. Ach so. Ich glaube, ich muss ich jetzt echt zu so kurz vor Feierabend noch resetten? Ja gut, kurz vor Feierabend ist immer so eine Sache, ne? Na, ich glaube, du brauchst einen Selbstmord. Ja, ich muss mich... Nimm dir 2-3 Feuerbomben und zünd dich einmal an. Du kannst die rote Flamme mitbringen. Du bist auf dem Schiff.
vorzugsweise nicht aus dem Schiff. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Das halte ich für ein Comedy-Genius. Eigentlich müsste ich Piggy jetzt dafür mit dem Tod reißen. Oh nein, ich brenne! So, Merkenfrosa 4 auch bei den Goldsammlern abgeben. Luffy, wir haben noch, glaube ich, die eine geöffnete Aschetruhe, die du vielleicht bei Duke abgeben kannst. Okay. Hey Puppe, bist du öfters hier? Hey Grace, komm mit! Komm mit in den Tod! Blöde Schlampe. Seelenordensachen können wir auch theoretisch sofort hier verkaufen. Oh nein! Was ist? Okay, kurz mal 2 Stufen aufgestiegen. Hä? Wo 2 Stufen aufgestiegen? Beim Goldsammler. Von 56 auf 57. Von 55 auf 57. Ich wollte gerade sagen, kannst du jetzt schon reduzieren, oder? Ja, 56 wurde halt komplett durchgegangen. Ist halt komplett durchgegangen. Ja, aber der hättest du 57 auch komplett durchgehen müssen. Dass du 2 Level aufsteigst. Ja, ich war kurz vor 56, bin hoch auf. Irgendwo nach 57. Nein. Fünftel nach 7. Ein bisschen weniger als ein Fünftel. Ja, also sagen wir mal so ein Achtel bis ein Sechstel an 57. Weiß. Und Stufe 55 Seelenorden. Weiß. Ja. Ich kann keine Vietnam-Flashbacks gebrauchen. Okay. Ja, halt das mal. Das ist okay. Seelenorden! Ich will die Beförderung! Handelsbund, wo ist der Handelsbund? 17.450, bezahl mich! Und gib mir den Anker! Na! Mega Ancestors, viel Hey du Big Stück! Ja. Juhu! Wir haben im Endeffekt 4 Inseln mehr oder weniger in der Mitte. Und recht nah anliegend. Ich markiere schon mal. Das war dann Barnacle Cay, so hieß die Ascherinsel. Brackens Fall, Shipwreck Bay, Sharktooth Key. Einsel als boshaftes Finale. Bitte? Mist, hat nur vergessen, dass wir 3 Inseln bekommen. Wir haben 4 Inseln bekommen. 4? Ah, okay. Dragon's Fall, okay. Shipwreck Bay, Sharktooth Key und Barnacle Cay. Okay. Cool, wo haben wir denn noch Quests? Und wie geht's dem Schnitter-Typen? Der ist weg. Schon von einer Weile. Weg? Ja, schon seit einer Weile. Den haben wir Hardgas ins Gesicht gerülpst, dann sind sie tot umgefallen. Gut. Ein Stresspunkt weniger. Wir haben noch einen garstigen Schädel, den wir verkaufen können, wo wir der gerade als Buddy klassifiziert ist, also. Ist er heilig. Warum? Wir haben jetzt 2 Buddies liegen. Ja, dann passt das. Und der bringt Geld. Fahrt ihr schon mal vor, ich komme nach. So sei es. Ey, ihr braucht ja jetzt nicht extra auf mich warten. Wir beginnen bei Barnacle Cay, würde ich sagen. Ja, die Insel, die, glaube ich, am weitesten von dem Außenposten weg ist. Das ist die Insel, die am nächsten zu uns ist. Ach so. Genau. Ich hatte kurz überlegt, ob wir unsere Botschafterflagge senken sollten. Und dann hast du gemerkt, dass das eine blöde Idee war. Nein, und dann hoffen, dass wir mit der Goldsammer-Quest, die wir jetzt gerade machen, wieder auf Rang 5 kämen. Was sehr gut möglich ist. Soweit ich weiß, funktioniert das sogar. Warum sollten wir? Für eine Bonusflagge. Zu senken. Oh. Aber das wird schon in Ordnung gehen, so. Ja. Hey, Tippenwunde. Na? Bist du öfters hier? Schwimmst du öfters mit deinen geilen Flossen im Wasser? Im Endeffekt habe ich sogar schon einmal getestet, dass die Botschafterfahrt reicht aus, um einen direkt wieder von 0 auf 5 zu bringen. Das ist theoretisch das ist ziemlich praktisch, die Flagge dann zu senken und dann die Botschafterfahrt zu machen, um die Flagge wieder auf 5 zu bekommen. Und dann wieder zu verkaufen und die nächste Botschafterquest zu kriegen.
Aber wir haben ja nicht vor, das ad absurdum zu führen. Ich wollte gerade sagen, wir wollen ja nur die Dingens aufnehmen. Genau. Dass man jede Fahrt mal gesehen hat. Aber für die Zuschauer, die vielleicht ja mal selber spielen wollen. Für die Zuschauer, die vielleicht aber selber irgendwie doch so tun, als würden sie zocken. Da können die sehen, wie man diesen Kreislauf auf ewig führen kann. Für die ganzen einen Zuschauer oder was? Genau. Den einen Aserbaidschaner, den wir bezahlen, um sich das alles anzusehen. Hey, wir zahlen dir 2 Hühnereier, dass du das Kontenpunkt darfst. Ja, geil. Der andere Aserbaidschaner, den ich früher noch bezahlt habe für die Season 5 Let's Plays, der ist irgendwie gestorben, habe ich das Gefühl. Ach so. Ich weiß nicht, irgendwie nach über 1000 Season 5 Folgen überlebt man es nicht mehr so lange. Habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass ich mein Frauchen doch sehr sympathisch finde? Das hat Vorteile, wenn man sein Frauchen sympathisch findet. Davon mal abgesehen, dass ich mit ihr zusammen bin und ziemlich blöd wäre. Das wäre wirklich ziemlich blöd. Ich hasse dich, lass zusammen sein. Okay, ich hasse dich auch. Was hat sie gesagt? Sie zockt gerade Far Cry 3. Ah. Pyromanie-Simulator Nummer 3, verstehe. Ja, und sie hat sogar einen Flammenwerfer. Und hat sich gewundert, warum sie, wenn sie mit dem Flammenwerfer einen Puma niedermacht, das Fell nicht abziehen kann, weißt du? Oh. Warte. Richtung Westen. Jetzt muss ich nur gucken, ist das? Trüben mich meine Augen nicht? Oh. Meinst du eine Galeone? Ja. Ist es nicht meine Skelettgaleone gewesen? Okay, jetzt ist sie am Horizont verschwunden. Ja. Aber weißt du, das ist immer so dieses krass, Galeone. Ja. Nein, EMP, lass mich nicht in Ruhe. EMP ist auch nicht, das ist ein laufender Überfall. Ja, besonders, die kommen grundsätzlich mit so, hey, guck mal, 3 für 2. Hier, guck mal, 20% Rabatt da, 20% Rabatt hier. Hier kriegst du mal 25 Euro geschenkt, weißt du, und sitzt dann da so. Ja, aber manchmal muss man seinen inneren Geiz einfach ausleben. Ja. Aber ich habe jetzt erst ja ein paar Sachen bei EMP bestellt. Das sollte jetzt in der Theorie erstmal reichen. Jeder hat so seinen inneren Dago bei Duck, der sagt, du gibst jetzt einen Scheiß aus. Und auf den muss man manchmal hören. Oh hey, da ist die Galeone wieder. Lächeln und winken. Wir haben jetzt nicht vor, eine Galeone zu versenken. Nein. Wir haben ja sowieso den Grundsatz, solange die nicht anfangen zu pöbeln, pöbeln wir auch nicht zurück. Genau, das meinte ich mit Lächeln und Winken, wir haben nichts vor, die zu versenken. Ja, guck mal, eine Schaluppe. Direkt südlich. Hä, wo bist du denn jetzt? Ach, da bist du. Ja. Ich sagte direkt südlich. Wo bist du denn jetzt? Los, Schaluppe, pöbel die Galeone an. Genau. Wir können vorne einziehen. Ach so, sind wir schon da. Da vorne ist die kleine Insel. Los, Schaluppe, du schaffst es. Wir glauben an dich. Viel Spaß. Geh die bedrohte Spezies der Galeone weiter ausradieren. Wie war das mit unserer Opferschaluppe? Man hört schon das Kanonendonner in der Ferne. Hinter uns im Gewitter. Fahren die parallel zu uns mit? Im Moment. Ich glaube, die wollen echt die Galeone anpöbeln. Boah, das ist schon lustig. Na, die fahren weg von uns. Die Galeone ist direkt vor uns. Hinten komplett einziehen. Barnacle Kill ist die hier. Ja. Komm schon, sein Schlüsselmeister da vorne. Sein Schlüsselmeister. Gib uns doch einen kostenlosen Schlüssel. Wo vorne? Ach, er! Nein, er ist ein Captain Grog Mails. Na gut, vielleicht hat er Geschenke dabei. Nein. Pack die Flinte wieder ein, Junge. Komm hier hin. Erstmal zusammen dreschen. Ich weiß, was das Stiefelkreis hat.
Oh ja. Stiefelkreisen, einer hat eine Pistole. Genau. Hey Luffy, hier ist was zum Harponieren. Crooks Hollow, das interessiert niemanden. Wobei, nee, Devil's First. Nee, oh, okay, Devil's First und Crooks Hollow, gut. Interessiert niemanden. Okay, Eisen, machst du die auf Westen und nicht die auf Osten? So, sei es. Ja, guck mal, blauer Saphir. Hier ist eine rote Statue. Ah, wie lieblich. Saphir ist direkt hier. Herr Captain Warnai. War Gott. Boah, diese Treibsandtruhen hier wieder, ne? Fürchterlich. Ja, guck mal, schießt wohl auf was. Wo wir stehen geblieben, genau, buddeln. Bei meiner Aufgabe hier. Nicht die ganze Insel erzuluten. Leute, Leute, Leute. Das ist eine Kapitänstruhe. Das ist die komplett falsche Truhe. Buddelt euch da wieder ein. Schön, dass ich zu Herzen genommen zu haben. Meine Truhe lassen sie gerade in Frieden. Oh, sehr schön. Alter Katze. Treibsandtruhe. Ach, du auch. Ja. Ich habe auch wieder eine. Sonst ist ja nicht so, dass man die einfach jetzt so rausziehen könnte, ne? Nein! Triffst du die hier oder sind die zu weit drüben? Doch, ich treffe es. Okay. Straße oder so eine Munitionskiste? Mitnehmbar oder nicht? Ach, sieht nach stationären aus. Sehr freundlich. Verzeihung. Wie meinen? Erstmal das Snowscopen üben. Oh, uff. Zieh mich an Bord. Weiter nach Mausseite. Noch ein Stück. Was bist du schon wieder so am Schnauf, ne? Zieht mich rüber! Hä? Achso. Sindon Kass. Ad profundis! Ad mortem illimicus! Zuerst Krakens voll, sagst du? Nö, wir können ja. Ja, doch, stimmt eigentlich. Kraken's Fall, Sharktooth Key, Shipwreck Bay, Jaggertooth. So sei es. Wo ist denn der nächste Seeposten, wo wir denn den ganzen Fisch loswerden können? Und Super Buddy. Three Paces East oder Wild Treasures von Jaggertooth aus? Kraken! Oh. My boy! Ach komm, den hatten wir schon eben. Dann machen wir mal weg, Segel einziehen. Ach, können wir noch weiterfahren? Na, wir haben ihn schon so lange nicht mehr ermordet. Hey, Boomstrucker! Komm her! Ja! Boah, shit!
Weißt du, was schön wäre? Wenn man mit Kettenkugeln einfach direkt so einen ganzen Takel abhacken könnte. Nee, hör auf zu sagen. Und das tut mir jetzt für die Leute leid, die sich das Video eventuell vielleicht angucken werden, dass es jetzt unendlich laut wird. Diese sagen vor allem zwei von denen. Schlag hinten. Nö, du scheiße zu saugen, mein Freund. Komm schon, beweg dich hier rüber. Okay, erster ist down. Weiter ist down. Hörst du auf zu lutschen? Dritter down. Wie viel brauchst du bei einer Schaluppe? Schaluppe waren zwei. Brick waren, glaube ich, sieben. Saugt doch schon einer. Vierter? Nein. Warte, Werbung. Gut, das ist keine schlechte Sache. Mir geht's schlecht. Komm zurück, Werbo. Du musst doch... Nein! Lass los. Hör auf damit. Aus. Pfui. Böse. Nein, Werbo! Slap vorne! Oh, hey! Hey, Bumskopf! Na? Stealth das hier, hä? Du Assi, du hässliches Stück Scheiße da. Piss dich. Ich habe versagt. Ich habe dich nicht mit der Pune aus einem Maul rausziehen können. Ja, Eisen, du bist... Nummer 5 ist Platz. Eisen, du bist eine Schande für die gesamte Generation. Okay, da hinten verduften wieder zwei Weiße. Ah, da sind sie wieder. Ja, die haben sich freundlicherweise so positioniert, dass wir gleich darauf schießen können. Jo, das stimmt. So, ich muss jetzt erstmal kurz meine Pistole aufmunitionieren. Oh, cool. Schweinschritt, Slap. Ist weiß. Okay, doch kein Slap. Gut. Ey, was denkt das hier hinter uns eigentlich schon wieder? Wie viel haben wir jetzt? 6 Stück, ne? Müssten wir. Ah, sie tauchen immer auf Steuerbord auf. Auf beiden Seiten sogar. Sehr freundlich. Den Teufel wirst du saugen! Okay, der nächste ist down. Nächster! Aha! Oh. Und da! Okay, wir haben eindeutig schon mehr als... Umfassung kommt gleich! Nein! Okay, die Rüstungsbacke... Verrecke! Nee, hörst du auf zu saugen da hinten?
Lass das! Hä? Hast du mich nicht gehört, du? Gehst du wohl? Ziehe von dann, Gesinde! Umfassung gelöst? Gehabt euch wohl! Und nächster! Hörst du auf zu saugen? Er geht! Verpiss dich! Okay, ich glaube, der Loot ist um uns komplett drumherum verteilt. Oh, dahin. Ich gehe mal mit dem Ruderboot die Dinge abklappen. Jo. Hinter uns. Nicht, dass die nämlich jetzt gleich versinken und dann. Oh, guck mal. Am besten war sie direkt vor dem Schiff gelandet, netterweise. Mit einem garstigen. Ein Stück Krakenpizza. Ach, Idiot, ich hab das Essen nicht mehr. Ach, ich bin dumm. Ich bin dumm, Eisen. Na, Gott sei Dank habe ich das Oberboot mitgenommen. Ja. Kannst du dem Schiff eine Millisekunde Segel geben, Luf? Kannst du direkt wieder einziehen? Da bist du. Oh, Binback habe ich also wieder, toll. Ja, genau. Boah, ich hasse diese Wellen. Hab ich jetzt? Ja. Okay, dann danke, denn ich hatte den komischen Bug, dass ich nur in eine Richtung segeln konnte. Schwimmen. Ah, da hinten ist noch was. Was haben wir jetzt 212 bekommen? Wir haben eine Goldkiste gekriegt. Ah. Oh, das ist aber nett von dem Kram. Finde ich auch. Ach Gott, ich hab's schon vergessen. Ich darf ja nicht mehr manövrieren hier im Wasser. Zum Glück kann ich noch interagieren mit dem Kram. Komm mit, Tee. Ich kann mit meiner Kamera nicht mehr nach links und rechts bewegen. Den Bug hatten die auch gefixt. Warum ist der wieder drin? Das ist ein Feature, kein Bug nehmen. Ich beschuldige Corona. Okay. Fair enough. Hä, wo kommt das Zeug auf einmal hinter mir her?